Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Heute haben wir was für die Quest 3 und zwar die AMVR VR Guns. Und ja, das sind halt Pistolen, wo wir unsere Controller reinschieben können und wir haben halt das Gefühl, dass wir wirklich eine Pistole in der Hand halten. Soll echt cool sein. Ich habe es noch nicht getestet. In dem Video hier seht ihr Unboxing, die Montage und dann gehen wir natürlich auch mal ins Spiel rein und ich schildere euch meinen Ersteindruck, wie das Handling ist, ob es echt viel besser ist, ob es mehr Spaß macht. Vielleicht testen wir mal ein oder zwei Spiele und ich zeige euch jetzt auch nochmal die Amazon-Seite, was das ist und wie viel es kostet und ich würde sagen, legen wir los. Hier sind wir auf der Amazon-Seite von den AMVR VR Guns. Hier heißen sie VR Guns Stock Aufsatz. Kosten aktuell 29,88, sind 15% runtergesetzt. Wir haben aber hier die Möglichkeit, aktuell einen 20% Coupon anzuwenden. Und dann ist es bei 23,90 irgendwie sowas, also 24 Euro. Finde ich ganz okay. Wir schauen das Ganze mal im Nah an. Und ich finde, die haben schon was. Sie sehen stylisch aus. Ich bin gespannt, ob die gleich in Real Life auch so stylisch aussehen und auch einen guten Eindruck machen. Das Besondere ist bei den Dingern jetzt hier, dass wir im Lauf ein Gewicht haben. Das können wir hier einbauen. Das sehen wir ja hier. Und ja, das soll noch ein bisschen besseres Feeling geben. Ich bin gespannt, wie das vom Handling auch ist, wie sich das anfühlt, ob es sich auch wirklich wie eine Pistole anfühlt oder eher, ja, eher was ist, was man nicht braucht. Hier sehen wir auch unten, quasi da, wo normalerweise das Magazin drin ist, haben wir ein Loch für die Schlaufe. Ist natürlich auch sehr wichtig. So eine Pistole will man jetzt nicht irgendwem entgegenwerfen oder nicht in den Monitor reinschmeißen, das wäre echt blöd. Von daher sind wir da weiter auf der sicheren Seite. Und ich weiß nicht, ob ich auch so cool aussehe gleich damit. Wer weiß, wer weiß. Ja, hier sehen wir jetzt nur noch den Karton. Das haben wir ja gleich eben selber schon gesehen. Oder gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Gibt ja auch das Unboxing jetzt. Und ja, also wir sind aktuell mit dem Coupon und dem Rabatt sind wir bei 24 Euro. Und das ist echt nicht zu viel, denke ich. Aber schauen wir uns mal an, ob das wirklich wert ist. Jetzt packen wir das gute Stück mal aus. Ich habe in der Kamera oben extra Autofokus aktiviert, damit man euch eventuell auch ein bisschen was nachzeigen kann, der dann fokussiert ist, ein bisschen einfacher. Ich werde auch immer mal wieder auf die große Kamera schalten. Ja, fangen wir mal an mit dem Auspacken. Ich lege es mal einfach zur Seite. So. So, hier haben wir das gute Stück oder die guten Stücke. Hier haben wir eine kleine Anleitung. Eigentlich relativ einfach gehalten, das Ganze, wie wir sehen. Aufstecken, man kann da unten noch disablen, das heißt auseinanderbauen. Das schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt holen wir mal die Teile heraus. Hier haben wir das Loch für die Schlaufe. Hier wird alles eingesteckt. Probieren wir gleich auch mal aus. So, die andere Seite. Fühlt sich schon ein bisschen groß an, aber das werden wir im Spiel mal testen, wie das Ganze funktioniert. So, ich packe erstmal aus und dann wird auch der Karton mal weggepackt, damit ihr alles mal ein bisschen seht. So, hier haben wir es. Und da war gerade was von... Also das fühlt sich schon schwerer an, also ist mit dem Gewicht natürlich nicht schlecht. So, hier war irgendwas. Drücken. Ah, okay. Also hier sehen wir auch, hier geht dann die Nase rein und dann kann man den hier auseinanderziehen. Und scheinbar ist es jetzt nicht so, also ich merke, dass hier das Gewicht drin ist. Es ist aber nicht so wie im Bild, dass man da irgendwas einlegen kann oder sonst was, weil das ist schon hier drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine ältere Version bekommen habe. Meins ist auf jeden Fall V1. Aber nichtsdestotrotz fühlt es sich gut an. Und das ist die Hauptsache. Sieht auch cool aus irgendwie. So, und jetzt probieren wir es einfach mal. Die Controller. So, machen wir den hier. Einfach hier rein. Muss man natürlich vorher schauen, dass man die Schlaufe da durchzieht.
Ich versuch's mal. So. Ich gucke aber gleich, ob man den auch rausmachen kann. Jetzt habe ich auch den. So, falsch rum fast schon. So. Und schon ist er drin. Dann haben wir hier. Und fertig ist das Teil. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Sehe ich den auch so gut aus? Ne, macht einen guten Eindruck. Fühlt sich aber vom Griff her sehr groß an. Klar, der Controller baut schon nicht klein. Und dann muss man hier noch was rumbauen. Ich bin echt gespannt. Aber bauen wir erstmal das andere zusammen. Und ich gucke mal ganz kurz, ob man den hier auch mal kurz rausnehmen kann. Das wäre natürlich auch eine coole Sache, aber scheint nicht zu funktionieren. Da muss man natürlich hier innen drin was hebeln. Und das macht jetzt keinen Sinn. Dann kann man wenigstens einfach ein bisschen fummeln, dann hat man das da auch mit der Schlaufe erledigt. Das muss man dann einmal rein. Da, das ging jetzt echt ruckzuck. Dann wird er hier auch wieder drauf gesteckt. Zack. Also super easy. Ich habe ein Oberteil. Wie kriegt man den wieder auseinander? Das muss ich jetzt mal anschauen. Gar nicht mehr. Also ich glaube, da muss man hier wirklich... Ja, okay. Also dann muss man hier mit dem Finger ein bisschen reindrücken und dann kann man den auch auseinanderbauen. Ansonsten... Also, wer keinen Bock hier drauf hat, weil mir ist eben aufgefallen, wenn ich das Teil drauf habe, ich mache das jetzt nochmal drauf, dass mein Finger, mein Daumen hier echt Probleme hat. Wenn ich jetzt Spiele habe, wo ich mich ein bisschen mit bewegen muss, komme ich immer wieder hier dran. Ich zeige euch das gleich auch in groß. Und dann kann ich mir den bequem abnehmen und habe trotzdem das Gewicht von der Pistole trotzdem noch und es macht schon Unterschied. Ich zeige euch das jetzt mal in groß, damit ich das dann besser zeigen kann. Auf jeden Fall hier. Jetzt bin ich natürlich komplett frei. Sobald ich das Ding aber jetzt wieder aufstecke, bin ich hier ein bisschen gehandicapt. Ich versuche es ein bisschen näher zu zeigen. So, ich stoße dann hier immer wieder ein bisschen dran. Nicht ganz so optimal, finde ich. Hätte man vielleicht mal ein bisschen anders designen können. Das Teil könnte natürlich auch ein bisschen flacher sein. Und also so sieht es cool aus, keine Frage. Aber das hätte nicht sein müssen. Aber gut, dass ich das entfernen kann und kann dann trotzdem auch Spiele spielen, die halt erfordern, dass ich wirklich mit dem Thumbstick mich bewegen kann oder was anderes machen kann. Und wenn ich diese Spiele nicht habe, dann kann ich das auch drauf machen, habe so ein bisschen, ja, vielleicht besseres Feeling. Wer weiß. Also so fühlen die sich echt cool an, muss ich sagen. Das ist ein großes Minus. Das hätte man anders designen können. Aber gut, es ist natürlich auch so, dass hier diese Kante, die ihr hier seht, die drückt ein bisschen auf den Controller, dass der auch drin bleibt, dass der nicht mehr weg kann. Das hat natürlich auch nochmal so ein... Ne, ihr seht, hier wird so ein bisschen eingeklemmt, der Controller davon. Da ist hier so eine Nut drin. Und es kann natürlich sein, dass das auch ein Grund ist, warum die das hier so geformt haben. Hätte man aber trotzdem ein bisschen kleiner machen können hier. Also es muss nicht so weit nach da ragen. Hätte man trotzdem hier befestigen können. Aber ich gucke jetzt mal, ob der auch irgendwie sonst rausrutscht. Aber ja, er kann so, wenn ich ein bisschen hin und her fummel hier mit dem Daumen, kann der rausrutschen. Und wenn ich das jetzt drauf habe, probieren wir einfach mal. Dann nicht. Also er hält den wirklich hier ein bisschen fest. Aber trotzdem hätte man das anders designen können. Dann wäre das Problem nicht da gewesen, dass ich hier das Problem habe, dass ich hier mit dem Daumen, und jeder kommt hier mit dem Daumen vor. Aber es gibt genug Spiele, wo ich das nicht brauche und einfach nur ein bisschen ballern kann. Ich werde jetzt mal in die Bibliothek schauen, was da so in Frage kommt, was wir zocken können. Meine Idee ist so 2-3 Spielchen, dass ich euch das mal zeige und dann mal mein Fazit. Aber vom Gewicht her
Die können die auch nachher nochmal wiegen. Ich hole mir nochmal eine Haushaltswaage, dann wiegen wir die. Aber das ist schon ordentlich. Also man merkt schon, dass der vorne am Lauf, dass ich was in der Hand habe. Und das ist das Wichtige, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe hier eine Waffe in der Hand. Und ja, das gibt halt so ein bisschen Immersion mehr. Ne? Das ist ein Immersionsplus. Und ich finde diese Schlaufe auch echt wichtig, weil ich glaube, da ich das Problem habe, ich habe jetzt keine kleinen Hände. Und ich kann das nicht ganz umklammern. Ich kann es natürlich festhalten. Ne? Das ist jetzt kein Problem. Aber dass man das eventuell leicht loslassen kann. Ist aber hier auch eingeriffelt, wie ihr seht. Also man hat hier auf jeden Fall ein bisschen Griff auch. Fühlt sich von der Haptik auch nicht schlecht an. Hätte man jetzt eventuell mit so einem Gummi machen können. Gummi wird aber irgendwie fies, wenn man viel schwitzt, wenn man so eine Waffe in der Hand hat dann. Und viel schwitzt, wird Gummi dann auch fies. Aber ich glaube jetzt vom Halten her wird man jetzt kein Problem haben. Es sei denn, man hat sehr, sehr kleine Frauenhände. Dann könnte es definitiv sein, dass man hiermit ein bisschen Probleme hat, weil die jetzt nicht so klein bauen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die VR-Welt. So Leute, wir sind hier im Game Agent Simulator und ja, das Game ist ein bisschen angelehnt an Matrix, muss man sagen. Man hat immer neue Level, neue Runden und kann sich immer Perks aussuchen, die das ja eventuell manchmal leichter machen, manchmal schwieriger. Aber gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal an, wie gut das jetzt hier mit den AMVR-Guns funktioniert. Und jetzt haben wir hier die Perks, die wir uns aussuchen können. Slow Motion oder More Bullets. Wir machen mal Increased Power. Schnappen wir uns die Pistole. Da kommen sie auch schon. Und wir können dann halt immer ausweichen. Right on the third eye. So, machen wir nächstes Level direkt. Fühlt sich auf jeden Fall cool an, muss man sagen. So, jetzt machen wir einfach mal nochmal hier Increased Power. Schauen, was nachher mal kommt. Und das Game ist echt nicht so mega einfach. Ich habe es ein bisschen länger schon gespielt. Patrick. Werde aber dazu auch nochmal separaten Gameplay zeigen. Und hier merkt man das Gewicht echt von diesen AMVR-Controller. Na komm, machen wir Slow Motion. Auf dem B-Button haben wir Slow Motion. Und schon bin ich down. Hätte ich doch. Replay, natürlich. Komm. Unbelievable. Jetzt haben wir hier. Patrick. That's a penta. You are on a roll. So, und wenn man einmal diesen Perk benutzt hat, dann ist der auch weg. Der war aber knapp. Uiuiui, das war hart. Und es ist wirklich nach einer Zeit schon anstrengend mit diesen Pistolen. Aber es macht das Ganze natürlich auch ein bisschen realistischer. Bang, bang, bang. That's a hunter. Did I use the aim system? Boah, der hat mich gekriegt. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Aber es macht, also ich finde es unheimlich cool, macht Spaß, ist anstrengend. Und wir sind ja gerade erst beim ersten Level. Bang, bang, bang. You are on a roll. That was a whole
Puh. Das war gut. Also es hat auf jeden Fall was, das Game. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde, das ist mal wieder was anderes. Ah komm, wir machen mal ein Shield. Das ist doch cool, oder? Ja, mal so ein kleines Schild. Das Schild bleibt auch. Das ist natürlich cool. Also das war mal ein bisschen OP, oder? Extra One Life ist gut. Kann man einmal getroffen werden. Headshot. That's a oh Gott. You are on a roll. Slayer. Laser guidance. Did I use the aim assist on? Slayer. Bloodbath. Insanity. Und das war's. Also, wenn man einmal out of ammo ist, ist vorbei. Dann hat man auch keine Chance mehr. Aber extra One Life war ganz gut, ne? Three in a row. Bring the heat. That was a whole squad. They are dropping like flies. Muss man echt immer gucken, dass man die Köpfe trifft. Dann sind die auch direkt down. That was a whole squad. Massacre. Super Agent. Sniper. Oh. Und ich muss sagen, es macht deutlich mehr Spaß mit diesen Dingern, als wenn ich jetzt nur mit den normalen Kontrollen. Ja, es ist schwieriger, aber es macht halt. Oh. Es macht halt irgendwie mehr Spaß. 10 Schüsse haben wir hier. Incredible. Hattrick. Time over? Okay. Voll Slow-Mo ist immer gut. Cruiser. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt schon wieder verpasst. Jetzt kriegen wir hier einen Bullet Control und können damit natürlich dann auch die Schüsse lenken. Das sieht man hier. Jetzt gehe ich hier. Das ist ein neues. Ein neuer Perk. Ist natürlich auch nicht so leicht zu benutzen. Aber wir haben auch dann noch den Speed-Button, wo es dann schneller geht. Jetzt müssen wir hier. Boom. Right in between the eyes. Ja, und jetzt kommt ein Level, wo man das richtig gut benutzen kann. Wir machen das jetzt mal. Kann man so richtig schön auf die Stirn zielen. Killing Frenzy.
da. Das hat natürlich richtig Matrix-Style irgendwie. Ja, wir haben auch noch gut Munition. Also das ist kein Problem. Also für solche Spiele sind die AMD-Guns natürlich nie dafür gemacht. Dann gibt es natürlich noch Pistol Whip und ja, ich komme jetzt gar nicht auf die anderen Namen. Ich versuche die natürlich in die Beschreibung zu packen. Nach diesem Level höre ich dann auch auf. Aber das habe ich die letzten zwei Wochen immer mal wieder getestet und ich muss sagen, mir gefällt es echt gut. Ist mal was anderes, was Frisches irgendwie. Besonders wenn man jetzt auch so ein bisschen sich bewegen möchte. Insanity. Gut, bei denen muss man jetzt nicht so krass ausweichen, aber es gibt Level, da muss man echt sich gut bewegen. Ein Zivilist haben wir gekillt, ansonsten 96%, ist doch ganz gut. Ja, ich würde jetzt damit auch aufhören und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So Leute, es sind ein paar Tage vergangen seit meiner Gameplay-Aufnahme von Agent Simulator und das hat mir echt sehr gut gefallen. Ihr könnt damit auch Spiele spielen wie Pistol Whip, Crisis Brigade, eigentlich alles, wo ihr eigentlich nur Pistol-only spielt. Ihr könnt auch einfach irgendwelche Shooter spielen, wo ihr Pistol-only spielt. Man kann natürlich auch ein Gewehr halten und das so, aber das ist dann natürlich dann nicht mehr realitätsnah, das ist dann halt, ja, passt nicht so ganz. Alle Spiele, wo ihr wirklich nur Pistols in der Hand haltet, sind damit echt genial. Ich finde, es gibt einen schon ein bisschen mehr Immersion, man hat ein gutes Gewicht in der Hand und ja, das merkt man auch deutlich, auch im Gameplay habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich nach einer kurzen Zeit schon, also man merkt es, es tut jetzt nicht weh oder sonst was, aber man merkt, man hat halt wirklich was Schweres in der Hand als sonst die Controller. Ich finde es super. Also für das Geld kann man echt nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Natürlich wäre es noch genial, wenn die so eine Art Force Feedback hätten, aber dann sind die auch von der Preiskategorie halt ja um einiges höher und ja, dann lohnt sich das sowas auch gar nicht mehr. Also für, weiß ich nicht, so Pistols, die dann Force Feedback haben, dann 200 €, sage ich mal einfach mal so eine Fantasiesumme, würden sich nicht lohnen. Aber das ist halt einfach nochmal so ein, ja, ein kleines Gimmick, was nicht viel kostet, aber halt ein bisschen mehr Immersion zaubert. Und kleiner Abzug, wie schon am Anfang erwähnt, wenn ich hier den Thumbstick benutze, muss ich halt ein bisschen anders spielen. Ich habe es dann auch hingekriegt, dass ich den Daumen relativ unten ansetze. Und dann kann man denn auch ohne Probleme, dass man da oben ankommt. Aber wenn man jetzt so spielt wie sonst auch, dass man den Daumen komplett auflegen lässt, also schon mal so, dann kommt man hier halt immer oben dran. Und das ist halt ein bisschen nervig. Ein ganz kleiner Punkteabzug. Wen es stört, habe ich euch ja gezeigt. Könnt ihr das Ding ja abnehmen und dann könnt ihr auch so spielen. Aber da geht euch dann auch noch mal ein bisschen Gewicht verloren. Nicht viel, es ist echt nicht viel. Aber ja. Also ich kann die Dinger empfehlen für den Preis, absolut cool. Mir hat es Spaß gemacht, auch andere Spiele zu spielen. Arizona Sunshine kann man damit auch spielen, da hat man ja auch sehr oft Revolver. Natürlich gibt es da auch Passagen, wo man dann was anderes in der Hand hält, aber nichtsdestotrotz ja, einfach da mal ein bisschen mit den Revolvern oder Pistolen lang zu laufen, damit zu schießen, einfach genial, macht Spaß. Und ja, wie gesagt, AMVR, VR-Gun, VR-Guns, kann ich echt empfehlen. Den Link werde ich euch unten in die Beschreibung packen, ist ein Affiliate-Link, damit unterstützt ihr auch meine Arbeit und dann würde ich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Ist das was für euch? Sagt ihr, cool, also das gefällt mir oder habt ihr das sogar schon getestet? Dann gerne auch eure Meinung dazu in die Comments rein und ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, Like raus, Abo-Button nicht vergessen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis bald.